Und weiter geht's. Und wollen wir das? Habt ihr das bestimmt sehnlichst drauf gewartet, auf diese Antwort? Natürlich nicht. Der will nicht, dass ich weine. Na gut. Machen wir Gentleman-like. Aber nein, fang doch an zu heulen. Noch eine Frau. Was denn? Was denn? Wer hat denn diese beiden... Nee, wer hat denn diesen Bengel und seine Göre durchgelassen? Ich hab mal vor einigen Folgen was davon gesagt, dass wir bestimmt schon um die 20 sind. Und du bist vielleicht größtens 27 oder so, oder vielleicht Anfang 30. Ende 20, Anfang 30. Deswegen kannst du uns doch... Bei Cosma glaube ich wohl, dass sie noch nicht so alt ist, aber wir... Was treibt Hasty eigentlich da oben? Ja, Hasty hat verloren. Und Shiner gleich auch. Hasty und Shiner. Oh, Roselia und Kilia. Lilias. Lilia kommt gleich auch noch als Pokémon verkleidet. Sieht natürlich doof aus. Wäre auch noch ein paar Generationen verdreht. Aber guck dir mal das Größenverhältnis von... Na komm. Ja, guck mal, wie klein Roselia ist. Man sieht's kaum. Das kann man auf der Hand balancieren. So, Roselia ist Gift. Und Kilia ist Psycho. Also... Perfektes Spiel. Boots! Nur, dass es trotzdem überlebt. Nee. Doch, überleben tut es. Ist aber nur besiegt. Genau. Duflor. Noch ein Gift-Pokémon. Das man mit einem kleinen Tiefstrahl total Boots besiegen wird. Ging eigentlich total daneben. Aber trotzdem hat die Schallwelle den mit Zielstrahl getroffen. Der Strahl an sich ging daneben, aber diese komischen Kringel drumherum nicht. Und das hat schon ausgereicht. Wurmhirplex ist das legendäre... Hirsch-Pokémon. Nee, das ist ja jetzt... wie heißt das Ding noch? Cernas? Serenas? Ja, das X-Pokémon halt. Im Moment noch. Nee, es ist natürlich das Krypto-Hirsch-Pokémon. Konnte man sofort am Level erkennen. Und Duflor ist down. Oh, diese Augen. Du musst es voraussehen, wenn Rocco mal seine Augen aufmacht. Und dann... Oh, zum Glück ist daneben. Ach ja, Dummhirplex. Jetzt mal ein Bodycheck und... Konfusstrahl. Und Psychopuls. Plus. Puls ist das, was wehtut und ein Drache ist. So, was haben wir denn jetzt für eine Statusveränderung? Gedöns. Boots. Das tat weh. So, Dummhirplex hat... guten Angriff, denke ich mal. Das wird jetzt, also Rückstoß wird schon wehtun. Deswegen ein Superball. So, tschüss, Dummhirplex. Nee, guten Tag, willkommen, Dummhirplex. Und da wir eh Zeit haben, können wir es ja schon mal machen. Was hätte ich nach der Runde gemacht? Einen. Na, wo ist er denn da? Hypertrank reingeschmissen. War zwar nur ein halber Übertrank, was die Heilung angeht, aber scheiß drauf. Es gibt ja kein Zwischending zwischen 60 und 200. Oder 50, je nachdem, was der Superball noch macht. 80 müsste es, glaube ich, sogar sein. Nee, es müssten 60 sein. Und seht ihr, wie fett Dummhirplex ist? Also, was den Abwehrmechanismus angeht. So. Ich muss noch das Carbon und so verteilen. Superball? Die kostet so viel, die will ich nicht verschwenden. Ich probiere es nochmal mit einem Superball. Das Problem ist...
habe ich schon öfters mal gemerkt, dass ich hau mit einem Pokémon, ist zwar jetzt nicht Kolosseum, sondern Maledition, 30 Millionen Hyperbälle, bis sie leer sind, rein. Und beim nächsten Mal werfe ich einen Pokéball, weil ich keine mehr habe, und dachte mir, just for fun, mach mal. Und dann wird es in Pokéball gefangen. Obwohl es unter 30 Millionen Hyperbällen entkommen ist. Vielleicht funktioniert es ja wieder. Und ich habe es falsch schon gemacht. Erst der Konfusstrahl, dann der Ball. So. Boots! Und obligatorisches AB. Nee. Da klebt was an meinem Controller. Eine Folie. Hat aber nichts zu interessieren. Aha, das tut weh. Komm, verwirre doch endlich, dann tut der Rückstoß wenigstens. Ich sollte mal mehr aufs Spiel achten und nicht nur auf meinen Gelaber. Hätte ich vielleicht mitbekommen, dass die Verwirrung schon läuft. Nur Items. Jetzt kann ich aber einen Supertrank machen. Und er macht tatsächlich plus 50. Können wir doch unser neu gekauftes Tafelwasser einsetzen, das denselben Effekt hat. Und noch ein Krallball. So, letzter Pokéball, danach kommt ein Hyperball. Immer nach dem ersten Mal. Ich hatte das auch schon mal. Da war es nach 4 Bällen erstmal sofort rausgegangen, dann beim nach einmal bewegen ausgegangen. Dann nach zweimal bewegen rausgegangen. Dann nach dreimal bewegen rausgegangen. Und dann drin. Also nach dreimal bewegen drin. Ich weiß nicht, ob das Absicht war vom Spiel oder ob es nur reiner Zufall war, aber es sah richtig witzig aus. Haben bestimmt schon auch schon ein paar erlebt. Neuer Versuch, neues Glück. Und wir haben Psychopuls. Hau rein, Alter. Komm, Dummyplex. Auch ein Pokémon, das in Fangrate nicht gerade normal ist. Dankeschön. Toll, Dummyplex wurde gefangen. So, und das war Shiner. Ich hab den nach vorne. Ich hab den schon wieder vergessen. Was? Diese Kraft! Jetzt weiß ich, warum Hasty euch durchgelassen hat. Dankeschön. So. Merke, Venus, Gegner, nur Frauen. Und vom Jäger zum Raser, vom Raser zur Bodybuilderin. Hier können wir mal kurz Zwischenstopp machen, bestimmt mit Heilung und so. Nö, erstmal ein paar Items collecten. Zweimal Top-Trank, ja gut. Und dann noch zweimal Top-Ether oder sowas. Und das wäre dann die obligatorische Heilung, damit man das nicht mal machen kann. Nee, Timerbälle. Könnten nützlich werden, aber ich will keine 40 Runden warten, damit ich, oder 50 Runden, damit das eine maximale Fangkraft ausgearbeitet bekommt. Ist ja auch ein bisschen lahm. So, dann schmeißen wir mal eine Limonade rein. Die sollte fast, ja, fast komplett aufheilen. Und jetzt kommt Dorothea. Nanu, ich hätte nicht gedacht, dass ihr bis zu mir kommen würdet. Nee. Lonja. Oder Lonia. Ist ja kein Doppel-N. Dummiesel. Haben wir leider schon. Octillery. Noch nicht. Octillery. Wisst ihr, dass Octillery sich aus einem bestimmten Pokémon entwickelt, das wir schon haben? Ratet mal welches. Richtig. Es ist Remoraid. Ein Fisch. Warte mal, ist Octillery Reinwasser? Ja, Octillery ist Reinwasser. Ein Fisch. Warum? Zurücklehnen erstmal. Warum ein Fisch? Warum entwickelt sich ein Fisch zu einem Tintenfisch?
zu einem Kopffüßler. Och nö. Aber du bist ebenfalls paralysiert, dank Synchro. Hat doch einigermaßen gut geklappt. Wir haben kaum Damage. Nee, wir haben keinen Damage abgekriegt. Der ist ja noch von der fast fertigen Heilung. So, Paralyse macht einen sehr, sehr langsam. Ich versuch mal, Dummiesel jetzt mit Dingens zu kriegen. Also so einen kleinen Tausch. Dann haben der große Damage und der kleine Damage. Aber Dummiesel wird's, denke ich mal, nicht überstehen. Und ich hoffe, es war die Flinkklaue. Wobei, es muss die Flinkklaue sein, weil schneller als Octillery und Dummiesel. Dummiesel ist. Na, Dummiesel ist langsam, aber Octillery. Maskeregen schnell. Und er lernt Bedroher, was uns eigentlich gar nichts bringt. Also, was ihm nichts bringt, Octazooka. Oh nein! Die einzig schwarze Wasserattacke. Ist klar, Wasser mit Tinte gemischt. Octazooka. Und die Paralyse ging daneben. Beziehungsweise traf nicht ein. So viel Pokémon hat Lonia eigentlich. Noch eins, Keifel. Oh nein, Keifel! Och nö. Ja, drei Krypto-Pokémon, richtig schön fett Krypto. Was tun? Ich würde sagen, haben wir noch Parat? Nee, der haben wir verkauft. Um Platz zu sparen. Und setzen wir mal einen Hyperheiler ein. Zack. Das wäre das. Und jetzt haben wir natürlich noch das vollgehielte Dingens nochmal frei für einen maskerigen Kehl. Stachelspore. Aber Synchrom macht dasselbe Spiel hier nochmal. Aber Synchro, ich habe gerade ganz vergessen, dass Dummies ja noch Paralyse drin hat. Oh nein. So, dann probiere ich mal was. So, erstmal nach Taras Zug fürs Healen. Und jetzt. Wer wird denn schnell besiegt? Meditiert den niedrigsten KP-Wert. So. Ich gehe mal 100% davon aus, dass Keifel nicht nach Tara angreifen wird. Deshalb Mediti. Ja, tschüss. Und schon habe ich einen Schaufler abwehren können. Erfolgreich. Ja, das nennt man Predicten. Oder auf Deutsch vorausahnen. Und das ist ja mal nice. So muss das. So ein Biss auf Keifel und ein Psi-Strahl auf Maskeregen. Maskeregen! Überlebt das sogar. Wird nicht besiegt. Übersteht es sogar. Das muss ich mir angewöhnen. So, und Keifel gräbt sich wieder ein. Woher wusste ich das bloß? Jetzt ist es sogar verwirrt und paralysiert und es geht daneben. Wow. Noch schlimmer kann es ja nicht gehen. Ja, ein Biss da drauf und nochmal ein Pokémon-Tausch. Nein, kein Kampftausch. Als nächstes ist Wablu. Ja, wäre Wablu dran, dann bin ich am schön am Arsch. Nee. Wie sehen wir aus einem Weg? Das Pokémon Dummiesel ist dran. Schaufler sollte reichen. Boots, und wir können sogar noch ein bisschen abbauen. Es ist nicht so extrem viel, aber es reicht. Oh, tschüss. So. Warte mal. Sag mir jetzt nicht, dass das mit dem Tausch. Moment. 2142. Puh. Ich
bin so ein Freund der Symmetrie und ich mag es nicht, wenn die Erfahrungsbalken unterschiedlich hoch sind. Sehr, sehr stark hasse ich es. Und wenn sie gerade genau gleich sind, will ich das nicht durch einen billigen Fail-Tausch